ist ja ein Lindner, der funktioniert nicht. Und ich will auch, dass wir dann so, nö, das nee, funktioniert das nicht, sondern der wird irgendwann funktionieren und der wird hoffentlich kommen, dass es schnell möglich ausgezahlt wird. Ich verwehre mich aber wirklich dagegen, dass man so tut, als ob der Klima- und Transformationsfonds, das wären irgendwie ein paar grüne Spielprojekte und ein paar grüne Lieblingsprojekte. Macht Herr Habeck auch. Hier ist die Frage, auch die Wirtschaft beklagt sich. Es geht um Arbeitsplätze und bei diesen Arbeitsplätzen, da geht es auch um soziale Existenzen. Ich nehme das Beispiel, Sie haben Saarstahl angesprochen. Da war Robert Habeck diese Woche dort und hat klar gesagt, die Gelder kommen weiterhin. Das heißt, grüner Stahl wird in Zukunft nicht in China produziert, nicht in den USA produziert oder auch dort, aber er wird vor allem auch in Deutschland produziert. Und dann sieht man die Gesichter der Arbeitnehmer dort und für die ist das kein, da passiert irgendwie eine nette Unterstützung von dem Unternehmen, sondern da hängen Familien dran, da hängen Existenzen dran, da hängen Ängste und Träume dran. Mhm. Und deshalb finde ich es absolut richtig, dass wir sagen, die zentralen Projekte aus dem KTF werden fortgeführt. Wir stärken unseren Wirtschaftsstandort, wir sichern Arbeitsplätze und wir sorgen auch dafür, dass Deutschland international im Wettrennen mit den USA, mit China, das wird heftig diskutiert und es ist jetzt bei diesen Diskussionen um den Haushalt auch diskutiert worden, ob 10 Milliarden für Intel nicht die Spitzenfirma, wenn es eben um diese Produktchips geht, angemessen sind. Und auf der anderen Seite klagt der Mittelstand und klagen die kleinen Firmen, dass sie mit einer Stromerhöhung von wenigstens 20% rechnen im neuen Jahr. Das sind vor allen Dingen die Netzentgelte, weil wenn die Netzentgelte wieder kommen, sind das 3,3 Cent über den Daumen gepeilt pro Kilowattstunde. Und wenn ein Mittelständler oder ein Unternehmen wenig für den Strom bezahlt, weil sie häufig weniger bezahlen als wir Privatverbraucher, dann sind 3,3 Cent ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Dann kann das schon mal... Dass der Ten Hag da drin sitzt, das ist für diese Detailfragen hier tatsächlich ganz hilfreich. Also er ist noch der in der Runde, der am besten irgendwas Inhaltliches zu sagen hat. Obwohl, wie gesagt, die makroökonomische Perspektive fehlt, die ich hier gerade zu geben versuche. 15 oder 20% sein. Also, aber er sagt wenigstens, warum bestimmte Maßnahmen zu bestimmten Preiserhöhungen führen. Und die Berechnungen vorhin, also die waren ja auch schon ziemlich eindeutig. Also da die Frage, die Großen schützen wir, die Großen sind die Signalwirkungen. Und der Mittelstand, die kleinen Industriellen, beschweren sich? Das stimmt so nicht ganz. Also es stimmt, dass wir die Abschaffung der, oder die Senkung der Netzentgelte nicht mehr abbilden können. Was aber weiterhin kommen wird, ist die Senkung der Stromsteuer. Das war Teil von einem Strompreispaket, wo wir gesagt haben, für die ganz Großen, die sind bei Netzentgelten schon ausgenommen, da sorgen wir dafür, dass die entlastet werden und gleichzeitig senken wir für die Fläche die Stromsteuer. Ich will aber auch mal sagen, dass in dieser großen Industrie, ich komme selbst aus dem Wahlkreis, wo sehr viele Arbeitsplätze zum Beispiel an Bosch dranhängen, da hängt auch Mittelstand dran. Da hängen auch kleinere Unternehmen dran. Da einfach mal zu sagen, ob die ins Ausland gehen oder nicht, ist für uns egal. Und ich will auch sagen, wir schauen, glaube ich, alle auf ein nächstes Jahr, wo wir 3 Landtagswahlen im Osten haben. Wo diese Frage, ob der Osten sich gerecht behandelt fühlt, ob man auch dort sagt, Transformation ist etwas, was mit Gewinn einhergeht, oder dass man Verlust einhergeht, eine große Bedeutung hat. Deshalb finde ich es absolut richtig, dass wir weiterhin sagen, wir stärken den Osten und wir sorgen dafür, dass sich dort Zukunftstechnologien ansiedeln. So, und trotzdem, Sie kennen die Wirtschaftszahlen, Herr Dürr. Sie verfolgen das genauso, was die Institute da hochrechnen für das nächste Jahr. Da ist jetzt mal gerade eine Rezession für 0,3, 0,4% vorausgesagt. Das hätte, so ist die Argumentation der Ampel, noch mehr werden können, wenn es diese Investitionsentscheidungen jetzt nicht gegeben hätte. Hätte, Fahrradkette. Aber am Ende ist natürlich wirklich die Frage, ob die Firmen diese Regierung überleben werden. Also Firmen haben Corona überlebt und Firmen haben die Finanzkrise überlebt. Aber werden sie diese Regierung überleben, wenn tatsächlich weiter die Energie- und Stromkosten steigen? Ich erwähnte es vorhin, also über die Frage. Das ist jetzt mal eine sehr gute Frage. Mal gucken, was der FDP-Generalsekretär darauf jetzt zu antworten hat. Wir, bevor wir uns seine Antwort anschauen, das ist jetzt nämlich das Letzte, was wir uns für heute anschauen werden. Ich werde den Stream gleich nämlich beenden. Noch mal kurz die Statistiken. Im Baugewerbe. Es geht, stagniert bzw. geht tendenziell bergab. Vor allem der Auftragseingang ist enorm stark eingebrochen. Im verarbeitenden Gewerbe, der Auftragseingang ist auf dem Stand von 2014, 2015. Also es ist eine absolute Katastrophe, was wir dort sehen. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe, die ist 15% unter dem Niveaus von 2018. Und in der energieintensiven Industrie, da sieht es noch ein bisschen schlimmer aus, die ist fast 25% unter den höchsten Niveaus, die sie 2017 erreicht hat. Beziehungsweise, auch so um den Dreh. Also es ist eine absolute Katastrophe, was hier gerade passiert. Und die Regierung tut nichts, was irgendetwas gegentun würde, sondern sie verschärft diese Situation durch ihre Sparpolitik. Die Reallöhne, jetzt muss ich wieder auf Reallohnindex umschalten, die Reallöhne sind richtig stark eingebrochen. Also wenn man
Gesamtreallohnentwicklung seit 2020 nimmt, dann sind die ungefähr 5% eingebrochen. Die Gewerkschaften haben zum Glück starke Lohnzuwächse erkämpft, weswegen die Reallöhne 2023 nicht noch ein Jahr einbrechen werden. Und auch das ist eine absolute Katastrophe. Die Ampel belastet vor allem arme und mittlere Einkommen noch viel stärker. Also niedrigere und mittlere Einkommen werden viel stärker belastet. Durch die ganzen Reformen, die die Ampel für nächstes Jahr beschließt, die Preisbremsen, die aufgehoben werden beispielsweise. Das ist die Situation, die wir haben. Dazu kommt noch, dass die Unternehmen in Deutschland nicht investieren, sondern sparen und die Zinserhöhungen der EZB, die ja auch den Wohnungsbau abwürgen, dass die das nicht verbessern werden. Also wir sehen einen Niedergang in allen Bereichen. Wir sehen eine wirtschaftliche Situation, in der der Staat eigentlich enorme Schulden machen müsste, in der die Zinsen auf Null gesenkt werden müssten, in der wir riesige Investitionsprogramme auflegen müssten. Wir sehen eine Situation der Unterbeschäftigung, der Unterauslastung. Wir sehen, dass der Staat eigentlich investieren müsste, dass der Staat Arbeitsplätze schaffen müsste, dass der Staat endlich für vernünftiges Wachstum sorgen müsste und dieses exportorientierte Wirtschaftsmodell endlich wieder auf den Binnenmarkt umstellen müsste. All das sehen wir. Und das hat Margret Illner jetzt ein bisschen pointiert in einer Frage zusammengefasst, aber es ist einmal eine kritische Frage. Das ist schon traurig, dass man froh über so leise Kritik ist, aber es ist schon mal eine kritische Frage. Was sagt jetzt der FDP-Generalsekretär dazu? Der EEG-Umlageabschaffung, das hat diese Koalition gemacht. Aber zweitens, deswegen haben wir im Deutschen Bundestag mit Mehrheit das Wachstumschancengesetz beschlossen. Okay. Deswegen haben wir gesagt, Investitionen in die Zukunft. Das ist Volksverarsche. Das Wachstumschancengesetz wird sowieso erst in ein paar Jahren in voller Wirkung auftreten. Und das sind dann 6,5 Milliarden, die an Steuersenkungen, vor allem an Unternehmen gehen. Also es wird die Konjunktur so gut wie überhaupt nicht beeinflussen. Also diese ganzen, wir haben gigantische Fehlentwicklungen. Ein Produktionseinbruch in der energieintensiven Industrie von 20%. Ein Einbruch des Auftragsbestandes im Wohnungsbau von 10-20%. Und was sehen wir? Nichts. Wir sehen Luftnummern wie dieses Wachstumschancengesetz. Eine sehr, sehr niedrige Steuersenkung für vor allem große Unternehmen. Abschreibungen kommen jetzt etwas einfacher gemacht werden. Das wird die Investitionen überhaupt nicht anregen. Also das hier ist wirklich Betrug am Wähler. Und man kann wirklich nur hoffen, dass die FDP durch solche Plattitüden, durch so eine Simulation von Politik endlich aus dem Bundestag geworfen wird. Digitalisierung, Klimaschutz, die sollen sich steuerlich für Unternehmen lohnen. Und das ist auch unsere Antwort an der Stelle. Und deswegen ärgert es mich, dass die Union es im Bundesrat auffällt. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Ich hoffe, dass man da... Wie gesagt, das Wachstumschancengesetz ist völlig irrelevant. Das wird so gut wie nichts. Also an der aktuellen konjunkturellen Lage ändert es 0, gar nichts. An der konjunkturellen Lage in ein paar Jahren wird es fast nichts ändern. Also es wird so gut wie keinen Einfluss haben. Es kann doch sein, dass ein Unternehmen sich dazu entscheidet, sich vielleicht eine Maschine mehr einzuschaffen, weil es sie schneller abschreiben kann. Aber das ist absolut die Ausnahme. Also der Multiplikator bei solchen Steuersenkungen für Unternehmen, der ist sehr, sehr klein. Also das ist, wie gesagt, eine Simulation von Politik, was wir gerade erleben. Wir erleben, wie die Wirtschaft gegen die Wand fährt und stellt euch unsere Wirtschaft als ein Auto vor, das fährt gerade gegen die Wand, volle Kanne. Und die FDP, die diskutiert darüber, ob wir nicht einen neuen Duftbaum ins Auto hängen wollen. Also das ist ungefähr die Situation. Ich glaube sogar ganz offen, Herr Braun, dass man da zur Einsicht kommen wird und dass die Union Sie das wissen, schlussendlich... Sie wissen, warum die Union das auffällt? Weil 2/3 der Kosten bei den Kommunen und Ländern landen. Und die Mehreinnahmen am Ende auch, wenn es wirtschaftlich aufwärts geht. Das ist ja nicht mit für die Union argumentieren. Wir reden ja von Gemeinschaftssteuern an der Stelle. Ja. Ich würde mir einfach wünschen, anstatt sich immer nur abzugrenzen, dass man sagt, hier ist doch ein Gesetz, von dem wir doch eigentlich alle sagen, jawohl, das muss auch eine Antwort auf das sein, was die Amerikaner machen. Das ist durch den Deutschen Bundestag jetzt gegangen, das führt zu mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätzen, am Ende übrigens auch aus Haushältersicht, Herr Braun, zu mehr Steuereinnahmen. Das sollte jetzt auch freigegeben werden. Das wäre mein Weihnachtswunsch eigentlich. So, da sind wir jetzt schon bei Wünsch dir was? Wenn man die Bürokratie, die in dem ganzen Gesetz steckt, noch mal deutlich entschlackt, weil das Ganze bisher etwas ist, wo und die... Jetzt kommt schon wieder diese Luftnummer mit dem Bürokratieabbau, den Versprechen diese ganzen neoliberalen Hanseln seit 30 Jahren. Es passiert nichts und wieder nichts. Also wenn die Bürokratieabbau sagen, dann meinen die eigentlich Abbau von Sozialstandards. Also beispielsweise lasst uns doch mal den Mindestlohn streichen, der verursacht ja so viel Bürokratie beispielsweise. Also das ist auch absolute Ablenkungsdiskussion. Das zentrale Problem ist die Explosion der Energiepreise. Das zweite Problem ist sind die Zinserhöhungen der EZB, die von dieser Bundesregierung, vor allem vom SPD-Politiker Joachim Nagel, weiter befeuert wurden. Und das sind die Probleme, die unsere Wirtschaft hat, und daran könnte diese Bundesregierung etwas ändern.
Sie könnte beispielsweise vergünstigte Kredite zum privaten Wohnungsbau rausgeben. Sie könnte die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einführen. Sie könnte Wohnungsbauprogramme auflegen. Sie könnte ja Subventionen an die energieintensive Industrie zahlen und diese Preisbremsen so lange verlängern, wie die Energiepreise erhöht sind. Und sie könnte vor allem auf EU-Ebene endlich dafür sorgen, dass dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland endet. Dieser Wirtschaftskrieg ruiniert unsere industrielle Basis. Er sorgt für eine gigantische Deindustrialisierung und irgendwelche Luftnummern, Wachstumschancengesetz und Bürokratisierung. Und am Ende, also wie gesagt, seit 30 Jahren wird das versprochen und immer nur mehr Bürokratie aufgebaut worden. Also das ist, ja, hat nichts mit der Realität zu tun, was in dieser Talkshow erzählt wird. Ist auch schade, dass Maybrit Illner den FDPler hier anscheinend so davonkommen lässt. Wie gesagt, wir werden hier drauf wahrscheinlich noch weiter reagieren, aber für heute reicht's erstmal. Ich werde euch jetzt noch zu Imbraden. Viel Spaß an der Stelle. Mehr brauche ich hierzu nicht sagen. Das ist einfach, ja, man will dem Volk Sand in die Augen streuen durch solche Talkshows. Man lässt hier nicht umsonst vier Vertreter der Altparteien diskutieren. CDU-Politiker, grüne Politikerin, FDP-Politiker und eine Vertreterin des Redaktionsnetzwerks Deutschlands, namens implizit der SPD. Ich hatte es vorhin gesagt, ich zeige es euch nochmal. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland gehört der Verlagsgesellschaft Matzak und die ist und deren größte Kommandistin ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, welche der SPD gehört. Also wir haben hier eine SPD-Vertreterin in der Runde. Also vier Vertreter der Altparteien, die alle keine Lösung anzubieten haben. Nur das gleiche neoliberale Gewäsch, was wir seit 40 Jahren hören. Die können, also diese ganze Politik kann man in die Tonne treten. Wir können nur hoffen, dass die FDP aus dem Bundestag fliegt und SPD, Grüne und CDU enorm verlieren bei den letzten Wahlen. Also ich gehe eh nicht davon aus, dass die aufwachen. Wir brauchen neue Parteien. Ja, das ist eine einzige Katastrophe, was diese Regierung hier gerade anrichtet. Und die CDU würde nichts besser machen. Das muss man sich immer klar vor Augen halten. Dem muss man sich immer gewahr sein.